den letzten 2 Jahren ist besonders viel passiert in meinem Leben. Es hat sich sehr viel verändert. Man merkt, dass man mit 19 oder mit 20 schon rasend schnell erwachsen wird. Mit 19 dachte ich immer, dass ich noch mein Leben lang irgendwie jung bleiben werde und wenig Verantwortung habe. Und jetzt steigt ins berufliche Leben ein. Man lernt, Verantwortung für sich selbst zu tragen. Ich war immer sehr kreativ ausgelegt und dementsprechend wollte ich keinen normalen Bürojob machen. Ich arbeite jetzt in einer Werbeagentur, wo ich kreativ arbeite und auch wenn wir viel touren, bis jetzt hat alles hingehauen, dass ich meine Arbeit mit der Musik verbinden kann. Anfang des letzten Jahres, so im Mai, bin ich zur Band gestoßen und habe mein Leben ja eigentlich ein bisschen verändert schon. Ich habe damals knapp 100 Kilo gewogen, war schon stark übergewichtig. Das ganze Straight-Edge-Ding so und auch Edge-Sein hat mir komplett ja, neue Möglichkeiten eröffnet. Ich habe auch durch das Nicht-mehr-Trinken total viel abgenommen. Ich lebe jetzt gesünder, koche mir eigentlich jeden Tag so mein Essen selber und esse nicht mehr jeden Tag irgendwie Tiefkühlpizzen so. Gehe am Wochenende nicht mehr, was esse ich, viel feiern und habe einfach gelernt, das Leben so zu genießen, wie es auf mich zukommt und auch aus schlechten Situationen so das Beste zu machen und einfach Spaß am Leben zu haben. Musik mache ich schon ein bisschen länger. Ich fing an mit 4 Jahren mit einer musikalischen Früherziehung, habe dann mit 6 Jahren angefangen Klavier zu spielen und fing dann mit Gitarre an. Als ich so 12, 13 Jahre alt war, war ich ein bisschen dicker und wurde in der Schule auch leider gemobbt. Und diese Hardcore-Musik hat mir in diesem Moment sehr viel Kraft gegeben. Ja, also ich habe auf jeden Fall vor, mein Abitur dieses Jahr zu machen. Seitdem ich bei der Band bin, ist es schon so, dass ich nicht mehr ganz so viel Zeit habe zu lernen. So auch in der Woche öfter proben, am Wochenende kaum Zeit für Schule. Und es ist halt jetzt nicht so, dass ich ein Musterschüler bin, aber ich schlage mich irgendwie durch. Ist mir halt auch wichtig, dass ich das mit der Band eigentlich mache, so für mich, weil ja, es ist einfach, ich habe die Chance einmal im Leben so. Ich weiß nicht, ob ich sowas nochmal habe. Deswegen möchte ich die eigentlich nutzen und einfach jeden Moment so in vollen Zügen genießen. Und es genießen, vor Leuten zu spielen so, unsere Musik mit Leuten zu teilen. Wofür ich auch jedes Wochenende, ja, meinen Arsch aufreiße so. Und auch mal dafür einen Tag nicht in der Schule bin so und das auf einer Autobahn oder so nachlernen so. Musik ist für mich eine Art Ventil, mich auszudrücken. Seitdem ich auf der Bühne stehe und Musik mache, bin ich quasi frei und ich habe einfach Kraft und drücke mich aus und habe mit einmal das Selbstbewusstsein, was ich in Realität oder so, wenn man mir begegnet, einfach nicht habe. Ich kann das gar nicht so in Worte fassen, was mir das bedeutet. Es ist einfach ein einmaliges Gefühl, vor Leuten zu spielen, die man noch nie im Leben vorher gesehen hat, die einen cool finden, so, die zu einem kommen und sagen, ich finde das super, was du machst, mach weiter so, ihr inspiriert mich so, ihr gebt mir Kraft. Ja, das ist einfach so ein Gefühl, wo dir echt, ja, richtig warm ums Herzen wird. Deswegen auch, was bedeutet mir die Musik so? Man kann Musik, finde ich, nicht einfach so, man kann nicht sagen, was es einem bedeutet so. Das ist einfach, gehört zu meinem Leben dazu. Also ich kann mir mein Leben mittlerweile nicht mehr ohne Musik vorstellen. Also ich wüsste nicht, was ich machen soll. Ich bin Michi von der Janka und ich bin Hobson. Ich bin Max von der Janka und ich bin Hobson. For what?